Hallo da draußen, hier meldet sich Hagen Geritz von Gamers Global. Pünktlich zum Launch der PlayStation VR 2 hat Capcom einen gratis DLC veröffentlicht, der Resident Evil Village auf PS5 einen VR-Modus spendiert. Für den VR-Modus von Resi 7 auf der ersten PSVR gab's ja damals viel Lob. Ich würde sagen, da bietet sich ein Vergleich an. Ja, schon klar, einen gerechten Kampf kann man das nicht nennen, wenn auf der einen Seite ein neueres Spiel auf einem starken Stück neuer Hardware steht. Doch auch wenn Resident Evil 7 auf der PSVR auch gut aussieht, die Grafik, die wird schon sehr krümelig. Dazu flackern die Kanten auf dem Headset noch schlimmer als beim Bild, das an den Fernseher gespiegelt wird und das ihr in diesem Video seht. Vergleichen wir nun bei Resident Evil Village das Bild im Raytracing-Modus auf PS5 und der PSVR 2, gehen zwar manche Details verloren, aber wir haben ein viel klareres Bild. Die Auflösung ist beim Display der PSVR 2 schließlich auch enorm gestiegen. Und mit der PS5 wird sie auch von viel stärkerer Hardware angetrieben. Bei dieser Szene in Resi 7, da trafen viele Details und Schatten auf die geringere Auflösung und ich wusste gar nicht so recht, was ich hier sehe. Die Zweige in Resi Village sind dagegen zwar kantig, aber ich kann gut die Details am lokalen Ziegenkopfbaum ausmachen. Im Keller der Bakers zeigt sich an den Wänden, nahe Details kommen auch im VR-Modus von Resi 7 noch gut rüber. Der blutige Keller in Village bietet obendrein feine Spiegelungen. In Resi 7, da zerlegten sich zum Beispiel noch Bäume in Pfützen in kleine Dreiecke. Was man auf dem an den Fernseher gespiegelten Bild von Resident Evil Village allerdings nicht sieht: Das Spiel sah in Bewegung stets super aus, aber wenn ich stehen blieb und wie hier in der Halle von Schloss Dimitrescu den Blick schweifen ließ, da zitterte das Bild bei weiter von mir entfernten Leveldetails, ein bisschen wie eine Fata Morgana. Was aber den VR-Modus von Resident Evil Village endgültig auf ein ganz anderes Level hebt, ist der andere Grad an Immersion. In Resi 7 musstet ihr weiter mit dem Controller vorlieb nehmen und Cutscenes wurden im Kinomodus abgespielt. Im VR-Modus von Resident Evil Village seid ihr mitten in den Cutscenes, wenn ihr wollt. Auch wenn das bisweilen komisch wirkt, wenn man mit der Brille auf dem Kopf stehen bleibt und Ethan zu Boden geworfen wird. Vor allem aber nutzt ihr in Village nun durch die Sense-Controller eure beiden Hände, die beim Ziehen der Waffen, beim Nachladen und bei kleinen Rätselinteraktionen zum Einsatz kommen. Und das sorgt insbesondere in den Kämpfen für ein ganz eigenes Spielgefühl im VR-Modus. Und das war es von mir zu diesem kleinen, etwas anderen Versionsvergleich. Verpasst auch nicht unseren Test zur PSVR 2 und weitere Inhalte zu den Spielen für das neue VR-System für PlayStation 5. Danke fürs Zusehen.